Kollegin Gottstein. Bitte schön, Frau Gottstein. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde vorher schon mehrmals Frankreich erwähnt. Natürlich wünscht sich niemand momentan, denke ich, eine französische Präsidentin. Aber in zweierlei Hinsicht ist dieses Land uns in der heutigen Diskussion trotzdem ein Vorbild. Einmal, unser europäisches Nachbarland ist Spitzenreiter bei der Geburtenrate. 2,02 Geburten pro Frau, unerreicht von allen anderen europäischen Ländern. Und Frankreich hat ein Paritätsgesetz seit 2001, das Männern und Frauen den gleichen Zugang zu Wahlmandaten und Wahlämtern ermöglicht. Und es funktioniert dort, wie die Kollegin der Grünen gerade ausgeführt hat. Dieses französische Paritätsgesetz gab im Übrigen den Anstoß für die Debatte in der Bundesrepublik. In zahlreichen Bundesländern, nicht nur in Bayern, formierten sich verschiedene Initiativen, vor allem aus Vertretern von Landesfrauenräten, Frauenverbänden, Parteivertreterinnen. Und wir haben auch erste kleine Erfolge. In Baden-Württemberg, sollte man nicht runterreden, ist immerhin im Kommunalwahlrecht jetzt eine Sollvorschrift, wonach Männer und Frauen bei der Aufstellung eines Wahlvorschlags künftig gleichermaßen berücksichtigt werden sollen. § 9 Absatz 6 Kommunalwahlgesetz Baden-Württemberg. Und in Rheinland-Pfalz erwartet man momentan einen Paritätsbericht, wo man diese Verhältnisse untersucht. In Bayern haben sich verschiedene Frauenorganisationen, viele Frauenorganisationen, zu dem Aktionsbündnis Parité in den Parlamenten zusammengeschlossen, mit dem Ziel, auch in Bayern das in die öffentliche Agenda zu bringen und letztendlich jetzt eben im Rahmen dieser Popularkrabik verfassungsrechtlich überprüfen zu lassen. Ich denke, man sollte schon noch mal darauf hinweisen, wer zu diesen Unterstützern dieses Aktionsbündnisses gehört. Das ist zum Beispiel der Verein für Fraueninteressen e.V., der Stadtbund Münchner Frauenverbände, der Bayerische Landesfrauenrat, in dem immerhin 43 Verbände wieder noch organisiert sind, und der Bayerische Landesverband der katholischen deutschen Frauenbundes e.V. Und das hat uns bei den Freien Wählern sehr nachdenklich gemacht, wer hinter dieser Popularklage steht. Ein Aktionsbündnis, das man nicht, wenn es um solche Themen geht, Quote und so weiter, so schnell auf die Seite schieben kann. Das sind keine extremen Frauengruppen, da können Sie nicht argumentieren, naja, das sind ja die Frauen, die zu viel Zeit haben, die Selbstverwirklichung wollen, die sagen, mein Bauch gehört mir und so, das ist nicht diese Frauenschaft. Das sind Frauen wie du und ich, das sind Frauen, mit denen Sie möglicherweise verheiratet sind, das ist nicht, ja, diese Anzahl können Sie nachschauen, fragen Sie mal Ihre Frau daheim, falls Sie zu so einem Gespräch neigen. Das sind auf jeden Fall, wenn man sonst immer hier sagt, der kleine Mann, das ist die kleine Frau, die sich hier zusammengeschlossen hat. Und es sind 107 Antragstellerinnen, 4 Antragsteller und 20 Verbände. Und ich denke, deren Klage muss man ernst nehmen. Sie sehen in Ihrer Popularklage im derzeitigen Wahlrecht einen Verstoß gegen das Gleichberechtigungsrecht und gegen das Gleichberechtigungsgebot und einen Verstoß gegen das Demokratieprinzip. Und Sie wollen jetzt mit dieser Klage erreichen, dass unser höchster Verfassungsgericht, unsere Richter am Verfassungsgerichtshof, also unsere höchste bayerische Rechtsprechung, hier das überprüft. Und natürlich haben Sie recht, Herr Schindler, wenn Sie sagen, ja, wir könnten das mit Gesetz machen und so weiter, aber es passiert nicht und deswegen wählt eben dieses Aktionsbündnis diesen Weg und wir werden als Freien Wähler das auch unterstützen. Im Verfassungsausschuss haben sehr wohl unsere beiden Vertreter anders abgestimmt. Sie haben den... Herr Heike, Sie waren so überzeugend und Herr Schindler mit Ihren juristischen Argumenten, dass die Herren gefolgt sind. Wir haben in der Zusammenschau der politischen und juristischen Argumente als Fraktion uns dafür entschieden, diese Klage zu unterstützen.
Sie argumentieren nämlich nur, tut mir leid, und da sind Sie halt dann vielleicht doch sehr auch von Ihrem Männlichkeitsbild geprägt, absolut juristisch und zeigen auf, wie es nicht geht. In der Popularklage soll gezeigt werden, dass es eventuell geht, und diese Klage wendet sich an die höchste richterliche Rechtsprechung, und das soll man doch bitte untersuchen lassen und rechtsprechen lassen, und deswegen wird es von uns unterstützt. Wir wissen sehr wohl als Freie Wähler, dass wir in diesem Bereich bestimmt noch mehr Hausaufgaben zu machen haben als die SPD. Wir arbeiten daran, das versichern wir Ihnen, und wir unterstützen diese Klage. Dankeschön, Frau Kollegin Gottstein. Weitere. Habt ihr schon rechtzeitig gemacht? Zwischenbemerkung oder Wort? Zwischenbemerkung. Zur Redezeit gibt es ja auch keine mehr. Ja. Moment, falsches Mikro jetzt. Möchte Sie schon fragen, ob Klarheit darüber herrscht, worüber abzustimmen ist? Es ist abzustimmen über die Frage, ob wir nach heutiger Einschätzung die Popularklage für begründet erachten oder nicht. Es ist nicht abzustimmen darüber, ob wir das Ziel der Popularklage, nämlich dafür zu sorgen, dass irgendwann einmal Männer und Frauen paritätisch in den Parlamenten vertreten sind, ob wir dieses Ziel für richtig halten oder nicht. Das halten wir seit 150 Jahren für richtig. Es geht heute ausschließlich um die Frage, darüber abzustimmen, halten wir diese Popularklage mit dem Inhalt, wie er vorgetragen worden ist, dass nämlich unsere Wahlgesetze in Bayern seit 70 Jahren gegen die Verfassung verstoßen, ob wir das für begründet erachten oder nicht. Nur darum geht es heute. Ist das klar, dass wir darüber abstimmen und nicht über die Grundsatzfrage? Sehr geehrter Herr Kollege, Frau Gottstein. Das ist uns klar. Sie haben selber in Ihrem Redebeitrag vorher erwähnt, dass erstens die Verfassung mehrere Male geändert worden ist. Sie haben das letzte Mal erwähnt mit 1998. Sie haben sehr wohl in Ihrem Redebeitrag gesagt, natürlich kann man auch über diese Popularklage, über die Rechtfertigung dieser Klage darüber diskutieren. Das haben wir nochmal gemacht, und deswegen halten wir sie für begründet. Dankeschön, Frau Gottstein.